Hi, hi, willkommen im Kaffeekanal. Nee, willkommen hier bei Firlefanz. Ich wollte mal wieder ein Replay hochladen. Zwar sind wir hier gespawnt, auf Pilzen. Nur eine Arti. Wunderbar, wunderbar. In meinem Objekt 252. Es war, glaube ich, kein Panzerast. Nee, aber ganz knapp. Erste Klasse war's. Ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. In die Fresse? Auf Pilzen? Oder aufräumen? Sauber machen auf Pilzen? Egal. Schaut selbst. Ich wollte einfach mal auch was Schönes Replay hochladen. Objekt 252. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Zeit. Eine Runde, die Spaß gemacht hat. Ja. Was ich immer für ein Problem habe an dem, ihr guckt euch die Unterwanne an, da holzt ihr alles durch, ne? Jeder Zehner, jeder Neuner, eigentlich jeder Achter, wenn er das trifft. Und das macht ihn ein bisschen schwierig zu spielen und die 12 Sekunden Reload. Drum bin ich auch nicht hier in die Halle gefahren. Da wirst du ganz schnell gejodelt, wenn da viele reinfahren. Mit 12 Sekunden kannst du einfach nicht mithalten, sondern ich bin erstmal hier. Wenn man so ein paar Dinge beachtet bei dem, also zweite Reihe ein bisschen seitlich, bin ich extra mal hier hingefahren und mal geguckt, was passiert. Was passiert? Den kleinen HE-Spaß habe ich mir gegönnt. Ich habe immer zwei HE dabei. Einfach nur so, weil ich es kann und weil ich Bock drauf habe. Auch wenn es scheiße ist, aber egal. Das sieht man mit einem Blick, dass die andere Flanke, die andere Seite schon im Arsch ist in der Regel. So, das war's schon mit dem HE-Spaß. Jetzt laden wir auf Standard um, das reicht locker gegen die 7er. Was haben wir noch? T10, genau. Wenn man Tiger liest, dann werde ich immer ganz scharf. Tut mir leid. Okay, Querschläger. Ach, geht da nichts über Kaffee. IS-2 steht auch da mit mir und wir chillen einfach. Tun ein bisschen Damage machen. Hat er schön rausgenommen. Liegen trotzdem zurück. Er zeigt Initiative, habe ich gedacht, okay, ich warte erst, bis der T10 geschossen hat. Oder? Habe ich ge Ja, genau, jetzt hat er geschossen. Mich vorgefahren. Ich finde es immer geil, wenn einer Initiative zeigt, unterstütze ich das. Weil das geht mir echt auf den Piss manchmal, ne? Dieses Random, da. Manchmal schalte ich nach drei Spielen aus. Du fährst vor und die anderen, die haben, stehen hinten und wechseln die Windeln, ne? Und drum finde ich das so geil. Wenn mal einer Initiative zeigt, dann unterstütze ich das. Wenn es jetzt nicht totaler. Na, ist er mir an die Unterwanne gekommen. Wenn es nicht totaler Bullshit ist, fahre ich immer mit. Nehmen wir den schnell raus. Die Mädlein da auf der anderen Seite, guck dir das an, alles im Arsch. Also auch immer wichtig, gerade auch bei so langsamen Panzern oder bei dem Stück Heck. Jawohl. Immer die Minimap im Auge behalten. Sonst kriegst du ganz, ganz, ganz schnell in den Arsch. Unter Umständen. Gut, der Progetto ist auch durch rechts. Ich habe immer geguckt drüben. Und jetzt habe ich gedacht, das muss ich mal Druck machen, genau. Kurz sauber machen. Genau. Was will mich hier penetrieren? Also. Der Jagdpanther, da oben steht er. Nehmen wir ihn schnell raus. Der T26 ist auch durch. Jetzt habe ich gedacht, jetzt müssen wir schnell die zwei hier rausnehmen. Damit wir wieder zurückfahren können. Na gut, das hat er mir jetzt abgenommen. Ja, der T29 hat klasse mitgemacht. Also schön aus der Halle raus, schönes Kreuzfeuer aufgebaut. Was will man mehr? War ein gutes Team. Also kann man nichts sagen. Tschüss. Was ist denn das da eigentlich? IS-2, hat ein Abzeichen, ne? Ja. Gut, habe ich gedacht, schnell zurück. Da steht noch ein Pantherchen. Vielleicht kriegen wir von dem noch ein Stückchen.
Wenn er mich penetriert, ist mir das auch egal. Siehst du? Er gibt mir 147. Ich über 400. Schenke ich ihm. Gratis. Sagen scheiß Drake Panther. Ja, den hätte ich mir klemmen können. Aber Panther war, glaube ich, scharf auf mich, ne? Ja, genau, habe ich es schon geahnt. Da in die Fresse nenne ich es. Ich nenne es in die Fresse. Da hat er den Fehler gemacht, er ist stehen geblieben. Man sollte sich immer so ein bisschen in Deckung bringen, wenn man geschossen hat. Gerade gegen ein Objekt, Herr Panther. Bing, bing, bing. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Gut, ich wusste, das Nashorn steht da oben. Wobei, ich brauche mehr Kaffee, Leute. Hier oben. Ich dachte, hier muss doch irgendwo das Skoda rumlungern. Da ist auch der rote Punkt, sehe ich gerade. Ja. Da ist er schon, das Skodachen. Bing. Bing. Ey. Bing. Ja, ich nenne sie in die Fresse. Pilzen in die Fresse. Tschüss. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So fühlt man sich manchmal als Achter gegen Zehner. Man macht einfach nur noch Bing, Bing, Bing. Jetzt haben wir noch zwei übrig, das Nashorn und die Arti. Das Nashorn, pay to win oder was? Was ist denn das für ein Clan? Oh, lecker. Mmh, unbedingt. Ja, da sind wir wieder bei der Kartoffelkanone, Leute. Die Fluggeschwindigkeit ist echt beschissen. Und die Genauigkeit. Was war denn das jetzt gerade? Steht der Leo auf dem Heck oder was? Ach, ich habe, glaube im Spiel gedacht, jetzt jag sie doch mal hoch, die zwei. Er hat sie aber nicht hochgejagt. Und dann war er tot. So, 4000 auf der Uhr. 5 Kills. Ach komm, 6. Vielleicht habe ich Glück. Eigentlich wäre ich jetzt stehen geblieben, aber wir sehen ja nur noch 46 HP. Es kann ganz dumm laufen. Wer ist damit? Da nimmt jetzt, glaube ich, die Arti raus. Habe ich ihn angezeigt? Jawohl. Wenn ich ihm das nicht angepinkt hätte, hätte er die Arti nicht rausgenommen. Nein, nein. Wahnsinn, oder? 30 km/h. Ach, guck einer an. Ach, ist er nicht sexy. Es sieht schon schön aus. Nur dieses Unterding, Unterwanne. Guck mal hier, da. Ja, ja. Also beachtet bei dem, ich habe ihn ja hier bei Noob geprüft, glaube ich auch in der Playlist. Versteckt die Unterwanne, Leute. Und bedenkt nicht voll rein. Den habe ich mir noch gegönnt. Genau. Nicht voll rein ins Getümmel. 4100 auf der Uhr und 6 Kills. Und das war, glaube ich, aber nur erste Klasse. Wie gesagt, nicht voll rein. Bedenkt den Reload. Und ja. Wenn es keine AD hat, enjoy the day. Vorfahren, in die Fresse, sauber machen. So macht er richtig Spaß. Okay, es war mal ein Replay von mir. Soll es gewesen sein. Bis die Tage. Es kommen jetzt momentan nicht mehr ganz viele Replays. Ein bisschen viel arg um die Ohren. Aber es kommt immer mal wieder was. Gell? Ganz spontan. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. In dem Fall bis dann. Ciao.